Name your game. Ludendorff, North Yankton, vor 9 Jahren. Darunter mit dir. So, alle mal aufgepasst, dann wird auch niemand verletzt. Öffnet die Tür oder sie werden mehr als nur verletzt. Hey, hey, hallo. So, jetzt rein da. Kriegst du erstmal eins auf die Fresse. Begib dich zur Wache. Hände hinter den Rücken. Hören Sie, Mister, wir geben Ihnen alles, was Sie wollen. Denk dich mal dran. Ich geh, ja. Oh Gott. Rein hier. Wartet hier, ich bringe den Sprengstoff an. Jag dich nicht selbst in die Luft. Beeilung! Bring diese Arschlöcher in den Wandschrank. Ja, aber wir werden euch was antun. In den Wandschrank, sagte ich. Bring sie da rein, na los. Wo liegt das Problem? Wieso sind die hier draußen? Du solltest sie doch einsperren. Hinten rein, los, los. Schön zumachen. Alles bereit. Ruf an. Benutze das Handy, um den Sprengstoff auszulösen. So, wir können was sprengen. Zünden. Oh, die Bombe tickt. Oh Gott. In Ordnung. Ziehen wir das durch? Zeig mir das Geld. Langsam und ruhig, Team. Langsam und ruhig. Schon lange nicht mehr gespielt, das Ding. Ja, geh einfach rein. Muss mich erst wieder mit der Steuerung vertraut machen. Oh, die Sprinkler gehen an. Sammle das Geld ein. Da ist die Knete. Hier, Monetos. Hier gibt's genug für uns alle. Hängt vom Blickwinkel ab. Wir sind hier fertig, wir müssen weg. Ich komme jetzt raus, Bee. Gib auf, ich hab ihn. Er hat uns enthüllt. Ich hab dein Gesicht gesehen, das werde ich mir merken. Du vergisst jeden Tag 1000 Dinge. Also vergisst du das hier auch gleich wieder, klar? Ich kann es an seinem Blick erkennen. Er ist verrückt. Niemand ist verrückt. In Ordnung, ganz cool bleiben. Stimmt genau, Kumpel. Oh shit, erledige die Wache. Oh Mann. Also willst du weiterleben? Sag mir, dass du weiterleben willst. Oh, scheiße, das war nicht nötig. Los jetzt, wir haben später Zeit zum Trauern. Ja, da hast du recht. Beweg dich. Jetzt müssen wir schnell raus. Ich stelle die Zünder ein, das sind Zeitzünder, also macht euch bereit. 3, 2, 1. Hörst du das? Sirenen. Scheiß auf die Bullen-Team, mach das Rolltor auf. Ja, ich komm schon. Was ist das? Lokaler Widerstand? Scheiße, die kommen. So hätte es nicht laufen sind schon sollen. Da. Das soll es nie, komm schon, los. Was ist das für eine Scheiße? Scheiße, wo ist meine Knarre? Seid nicht so blöd, wie ihr aussieht. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Weg da. Aus dem Weg. Dämliche Bullen. Runter. Falscher Beruf. Geht dich daran. Sei kein Idiot. Du hättest kein Bulle werden sollen. Entkomme den Cops. Wir müssen näher ran. Verpisst euch. Viel mehr Bullen kann es doch in dieser Stadt gar nicht geben. Lasst sie nur kommen, das ist alles beschissen, Mann. Die Sache ist am Arsch. Ich hab meinen Anteil, wir können es doch schaffen. Oh shit. Verzieht euch, verdammt.
Da kommen die Nächsten. Der Wagen ist hier oben, da los. Beweg dich, komm schon. Der Junge ist vielleicht abgehauen, das stand nicht so in der Stellenbeschreibung. Nachtrock. Wer war der Spitzel? Gebt den Herrschen die Schuld, die euch hierher gerufen haben. Alles erledigt. Der sollte lieber noch dastehen. Scheiß auf die Kerle. Verschwinden wir hier. Ja, verschwinden wir. Vollgas. Oh mein Gott, das sind noch mehr. Rein, komm. Rein da. Was hat denn da so lange gedauert? Halt die Klappe und fahr. Hast du das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Ich hab die perfekte Schlappe gegen die Scheibe gedrückt. Hast du das gesehen? Ja, du bist echt ein wilder Hengst. So, jetzt ist aber leise. Oh Scheiße, wie konnte das denn passieren? Los, 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 Scheiße. Mach keinen Scheiß. Hey, ich glaube die... Oh Scheiße, dieser einheimische Affe ist hin. Der Kerl ist ein Arsch. Fickt euch selbst. Und voll Crash. Fickt euch. Los, ab zum Hubschrauber. Ist das schwammig. Wenn wir schnell sind, schaffen wir es vor dem Zug. Wir sind ja auf dem Weg. Ja, 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 ja. Oh, 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 das Bullen, wird knapp. Komm in unsere Richtung. Bleib cool. Mann, ich glaube erst an diesen Vogel, wenn ich ihn sehe. Scheiße, scheiße, Straßensperre. Rechts ab, schneller als der Zug, Mann. Oh, oh, das wird knapp. Ich schaff's. Oh. Jesus Christ. Alles klar bei euch? Kacke. Komm jetzt. Lass die Karre stehen, okay? Wir können da lang zum Hubschrauber. Nein, hey. Halt dich an den Plan. Was? Halt dich an den beschissenen Plan. Komm schon. Da wären wir. Wo zum Teufel ist der Hubschrauber? Scheiße, scheiße, scheiße. Ich sehe mich mal hinten um. Oh nein, unser Komplize. Die Scheißbullen sind da. Irgendwer muss uns verpfiffen haben. Nee, der stirbt hier. Okay, Brad kommt schon klar. Wir müssen von Was hier verschwinden. Was können wir fahren? Verdammt, oh, mich hat's erwischt. Wo denn? Scheiße. Rechts zum Glück. T, mach, dass du hier wegkommst. Ich lass dich hier nicht zurück, Mikey. Verschwinde. Oh Gott, ich werd's nicht schaffen. Ich werd verdammt nochmal verbluten. Los, geh. Nein. Ich geh doch nicht ohne den. Kommt gar nicht in die Tüte. Halte die Cops auf. Sterbt, ihr Schwanzlutscher. Wie soll ich die Cops aufhalten? Ihr Pisser. Ihr beschissenen Schwanzlutscher. Das sind viel zu viele. Ich stehe hier, mach mich fertig. Oh nein, wie viel kommen da noch? Du bist weg. Hey du. Du, hey. Gib mir dein Auto. Oh Gott, bitte ich nicht schießen. Doch nicht. Wo ist der Hubschrauber? Keine Ahnung, wovon sie reden. Scheiße, bleib zurück. Wenn ihr mir zu nahe kommt, ist sie tot, verdammt. Bleib zurück. Oh Gott, helf mir, oh Gott. Los, los. Ah, wenigstens durch die Nebellandschaft ist nichts zu erkennen. Da sind wir halbwegs safe. Michael, war nicht immer ein guter Ehemann. Nicht immer ein guter Bürger. Er starb keinen Heldentod. Aber er war ein Mensch. Der Herr wurde mit zwei Dieben zusammengekreuzigt. Also sollten wir vielleicht nicht urteilen, Michael. Wir werden in Sünde geboren und sterben in Sünde. So ist es.
Und in dieser Hinsicht war Michael ein Mensch wie jeder andere. Und da sind wir. Vater, wir wissen anonym nicht, welche unendlichen Mysterien du in dir birgst, doch wir wissen, dass du unserem Freund deine Gnade erweisen wirst. Und somit, Leute, herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play auf diesem Kanal. GTA 5, eins der legendärsten Spiele überhaupt und eins meiner absoluten Lieblingsspiele, will ich hier unbedingt Let's Playen für euch, weil ich jedes Jahr mal Bock krieg, das zu spielen. Es ist diesmal auf PS5 und deswegen könnt ihr schöne 4K-Grafik erwarten. Your son, James. Ihr Sohn, James. He's a good kid. Ist er ein guter Junge? He's a good kid. Aber ein guter Psychologe? Ein guter Junge. Why? Wieso? Does he help the fucking hilft er etwa den verdammten Armen? No. Nein. He sits on his ass er sitzt den ganzen Tag auf seinem Arsch, raucht Gras und holt sich einen runter, während er dieses beschissene Spiel spielt. GTA, oder? Wenn das unser Maßstab für gut ist, dann ist es kein Wunder, dass dieses Land am Arsch ist. Das denke ich mir bei der heutigen Jugend auch. Was ist mit mir? Hey. Hey. Ich hatte nicht die Vorteile, die der Bengel hat. Als ich in seinem Alter war, da hatte ich schon zweimal gesessen. Ich habe Banken überfallen, hatte Nutten am Laufen, habe Drogen geschmuggelt. Und Sie sind stolz auf diese Leistung? Das waren die Möglichkeiten, die ich hatte. Immerhin habe ich sie genutzt. Und wo haben diese Möglichkeiten Sie hingebracht? Sie haben mich genau hierhin gebracht, verdammt. Ans Ende der Straße. Mit einem großen Haus und einem nutzlosen Sohn. Und ich muss mit Ihnen reden, weil es sonst kein Schwein interessiert. Oh, ich lebe den Traum, mein Freund. Und der Traum ist scheiße. Er ist verdammt scheiße. Lassen Sie alles raus. Ich glaube, das habe ich gerade. Oh, wie es aussieht, ist die Zeit auch schon um. Hat wieder $1,000 gekostet, ne? Selbe Zeit nächste Woche? Was willst du von mir, Alter? Du Halsabschneider. Ich muss allerdings sagen, ich bin nicht so sicher, ob dieser Scheiß mir was bringt. Nun, die Empfindung großer Sinnlosigkeit ist ein sehr wichtiger Teil des Prozesses. Lassen Sie es zu. Was immer Sie sagen, Doc. Oh yeah. Lass mal aufgehen. Was eine Stadt. Und da wird auch frisch Yoga gemacht. Also ich freue mich wirklich, euch das Game zu präsentieren. Nach 11 Jahren sieht es immer noch fantastisch aus. Muscle Beach is calling. Baywatch auch am Start. Und die Schönen und Reichen, die sich hier sonnen. Und zwischen alledem, unser Michael in einem Anzug. Stolpern, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Mann, das Scheißding muss doch hier irgendwo sein. Es sei denn, sie haben es unter dem beschissenen Sand verbuddelt. Wie du mal so eine geniale Lamar Davis-Produktion. Mann, fick dich. Hey, entschuldige, Alter. Irgendeine Ahnung, wo das Bertolt Beach House ist? Nein, Alter, keine Ahnung. Mann, jetzt komm schon, verdammt. Moment doch. Es ist das Haus da drüben mit der gelben Treppe. Ja, schön gesehen, Alter. Alter, schieb deinen dämlichen Arsch weiter, verdammt. Warum fragst du nicht auch noch, ob er der Eigentümer ist? Oder noch besser, lass es doch gleich an den Himmel schreiben, dass er hier zwei Digger sind, die ein paar Autos knacken wollen. Hör mal, was du einfach nicht abrachst, ist, dieser Scheiß ist legale Arbeit. Legal. Oh ja, hab ich vergessen. Altersvorsorge, Steuererklärungen an. Ja klar, du bist doch derjenige, der so scharf auf diesen Auftrag war, Digga. Ich mach keine Kohle im Viertel, ich bin korrekt, Penner. Ich bin cool. Du bist cool? Cool deswegen, weil du Stoff was tickst und Gangster spielst? Ja klar. Ach, laber doch nicht, Alter. Ja Mann, hier ist es. Dein Kumpel Simon hat keinen Scheiß erzählt. Mann, schwing deinen Arsch da rein. Schwing du deinen Arsch her, du Null. Du versuchst doch immer, jemanden rumzukommandieren. Na los doch. Klar, komm schon, Scheiße, mach schon. Verdammt, der Digger muss ja einen Zwergenpimmel haben. Ja, und der ganze Scheiß wurde mit faulen Krediten bezahlt.
Da geht sie, die Katze. Komm zu Poppy. Welches soll es denn sein, Digga? Wir sehen uns das ganz genau an. Wir haben hier ein vermutlich Audi R8, ein deutscher Qualitätswagen. Komm schon, welchen von den Schlitten willst du? Und das hier ist ein, ich weiß es auch nicht, deswegen deutsche Qualität, da setzen wir drauf. Du warst schon immer ein wählerischer alter Wichser, Einzelkind. Hey, hast du ein Auge auf das Cabrio verdeckt geworfen, was? Könnte mir gefallen. Vergiss es, Digga, mach dich auch nicht schneller. Ruf mich über Lautsprecher an, ich zieh los. Ja, ich komm doch. So sieht das aus, Digga. Ich brauch eine andere Perspektive, shit. Na, so ist schon besser. Genau hier, Alter, ich mach auch schön langsam für deinen süßen Arsch. Was? Verstanden? Weißt, dich hol ich doch ein. Wäre doch gelacht. Ey, denk dran, wir müssen vorsichtig mit den Kahn sein, Alter. Careful. Ja, das war's wohl. Alter, wenn du Kohle brauchst, kann ich dir was mit JBs Abschleppwagen vermitteln. Nicht gerade glamourös, aber bring Kohle, damit er und Tonja in Ruhe Crack rauchen können. Alter, ich verzichte. Was ist denn? Scheiße, der ist schnell. Ihr Schrumpfpenis-Diggers scheint diese kleinen Autos zu mögen. Scheiße, ich weiß, was man so redet, Alter. Du bist überall groß, außer da. Halt die Klappe, Arschloch. Wie wär's denn, wenn wir Tajina das entscheiden lassen? Fährt er aber nicht. Ist der nicht dämlich genug, sich von einem Arsch wie dir flachlegen zu lassen? Wie du meinst, Mann. Rechts, rechts, rechts. Wie du meinst. Zeigen wir diesen Filmfritzen, wie das bei uns läuft. Was zum Henker? Oh, hier wird gefilmt, was? Oh shit. Darf ich nicht verlieren? Scheiße, was mache ich denn? Da vorne ist er. Jetzt habe ich dich. G. Das soll doch deine Stärke sein. What? Bitte, Alter. Ich hatte ihn doch. Komm schon. Pass gefälligst auf, Alter. Hey, nicht so dich, Alter. Lass mir etwas Platz. Du willst mehr Platz? Nimm halt ein paar Kilo ab. Denk dran, wir das ist die Italienskarre. Willst du die Karren etwa schrotten? Mann, scheiße. Also wie man das bei dieser Irrfahrt auch noch heile lassen kann, cool, Alter. Das frage ich mich schon. Eat my ass. Der ist doch gestört. Ich bring deinem Arsch Fahren bei. Ich hab dich doch. Ich heb noch ein bisschen was an. Für der Drecksack, das ist die Union Depository. Wir haben's. Ah, er ist noch ganz heiler und unser Wagen. So hältst du hier den ganzen Betrieb auf, Mann. Fahr an die Seite, damit der Verkehr fließen kann. Halt die Klappe, Digga. Ich lass gleich Verkehr durch deinen Arsch fließen. Ich weiß nicht, ob der Scherz funktioniert, Mann. Oh, scheiße. Oh, oh, die Cops. Scheiße, die Bullen. Bleib cool, Trottel. Wir haben Papier. Wenn du meinst, dann kannst du den Scheiß ja erklären. Wir sehen uns im Autohaus. Den Scheiß erklären am Arsch. Oh, shit. Wir müssen den Bullen entkommen. Die sind uns doch auf den Vers. Oh Gott. Alright.
Wenn wir uns jetzt unauffällig verhalten. Rechts oben seht ihr das Fahndungslevel. Es ist nur noch bei 2. Unter Anführungszeichen. Oh, shit. Geil. Ah, jetzt chill ich zum Autohaus zurück. Das braucht mal ein Makeover, dieses Auto. Hey. Fahrt mal anständig, bitte. Ja, vielleicht, wenn du gut aussiehst. Wollte ein bisschen driften, hab's aber noch nicht voll drauf. Und da wären wir gleich. Ich kann hier nicht mal blinken, für alle die dies wundert. Danke für stehen bleiben. Und da sind wir. Das ist Simeons Autohaus. Ich kapier das irgendwie nicht. Du bist ein Rassist und ich mag dich nicht. Ich werde dir dieses Auto nicht verkaufen. Nein, werde ich nicht. Du machst mir Gänsehaut, du Neonazi. Ihr seid alle gleich. Mit wem redet er da? Dieser Rassist hat mich beleidigt. Hey, was ist los, du Idiot? Wenn den zu dir, Digga. Nein, 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 ich nehme niemanden an ein Ding. Mann, was soll das? Ich meine... N-Wort, das ist nicht cool, Mann. Sowas sag ich nie. Genau, verdammt, und so bleibt's besser auch, weil dieser Mann hier ist ein internationaler Geschäftsmann, ein Multikulturalist. Das hätte ich nicht selber besser sagen können. Aber ernsthaft, vielleicht ist er kein Rassist. Nur glaube ich kaum, dass er Platz genug ist für so ein Auto. Moment mal. Dieser Typ hier, der da? Der braucht einen Hybrid, das ist ein echtes Männerauto. Ich glaube, du hast recht, Lamar. Du bekommst einen Steuernachlass, das ist ja auch eine Geldfrage. Geld spielt keine Rolle. Jetzt kommt der beste Teil. Sieh zu, wie er ihn verarscht und ihn dann richtig ausnimmt. Komm mal, Mann, ich muss los. Hey, Simon. Ich bin weg. Peace. Bis später, Alter. Das ist der beste Teil, Mann. Also, Jimmy, bist du sicher, dass du diesem Wagen gewachsen bist? Setz dich ans Steuer und zeig es mir. Gib mir mal ein neues Auto. Das will ich bestimmt nicht mehr fahren. Wie wär's, wenn wir uns verpissen, Alter? Ja. Steig in dein Auto. Begib dich zu Franklins Haus. I need to bedazzle my member. This jump tank, I'm gonna knock a bad grown. Beschissenes Kleingeld, Alter. Wie soll ich deine ausgewachsene sexy Schlampe rumkriegen? Wen willst du beeindrucken, Mann? Deine Tante Denise, die hat echt einen netten Arsch in der Hose, Digga. Einen echt netten Arsch. Ausgewachsen, klar, eine ausgewachsene Idiotin, das ist sie. Nee, Alter, sie ist sexy. Sexy, eher besessen von Sex, Digga. Oh ja. Nur verrückt nach einem Penis, Alter. Und genau, ich hab so übrigens Fähigkeiten. Ihr seht's rechts. Spezialfähigkeit, Ausdauer, Schießen, Stärke, Schleichen, Fliegen, Fahren, Lungenvolumen. Und rechts oben ist dann zusätzlich noch die Geldanzeige. $78. Und je mehr Missionen ich erledige, je nachdem worum es geht, desto besser werden natürlich auch meine Fähigkeiten. Muss ich jetzt echt warten, bis es grün wird, ey. Oh yeah. Man, scheiße, ist das gut, zu Hause zu sein. Alter, geh doch mal zur Seite.
Und da sind wir. Also lass mich rein in deine Bude. Fick dich, Mann. Wir sehen uns bei der Arbeit. Digga, jetzt hasst mich nicht nur, weil ich rein will. Wenn du deine alte beschissene Frisur mal ändern würdest, würdest du auch mal ein paar Muschis bekommen. Oder noch besser, vielleicht würde Tanisha dich Arsch sogar mal ranlassen. Digga. Was? Friseursalons sind nun verfügbar. Besuche deinen Friseur, um dir eine neue Frisur verpassen zu lassen. Wohl wahr. Doch, der ist da. Wir hocken hier aufeinander, das ist nicht gut. Los, raus mit dir. Okay, Baby, ich sehe dich bei diesem Dings da, alles klar? Ich war am Telefon, Junge. Du kannst doch nicht einfach zuhören. Gottverdammter fauler Schnorrer. Wenn du in dem Bett schläfst, wird der Spielstand gespeichert und es vergeht einige Zeit. Speichere deinen Spielstand jederzeit außerhalb einer Mission mit der Option Schnellspeichern auf dem Handy. Deine Kleidung kannst du beim Kleiderschrank wechseln. Ja, dann ziehen wir uns doch mal was an. Es ist hier noch so Jugendstyle. Für erfüllte Missionen erhältst du Punkte basierend auf den Herausforderungen. Du kannst Missionen erneut spielen, um mehr Punkte zu erhalten. Missionsergebnisse können nicht zum Rockstar Social Club hochgeladen oder gespeichert werden. Das ist nichts Interessantes. Gib mir mal Kleidung, Mann. Jetzt machen wir was, das richtig Drip hat. Oh yeah. Nee, das. Yeah. Andere Hose auch noch. So ist besser. Oder gleich eine Shorts. Ja, komm. Wir belassen es dabei. Das Atomic Luftschiff wurde jetzt freigeschaltet. Rufe den Luftschiffverleih auf deinem Handy an, um dir das Luftschiff an den nächstgelegenen Übergabeort liefern zu lassen. Warum machst du bloß so viel Stress? Ich gehe jetzt, Mann. Stuntflugzeug-Zeitrennen sind jetzt verfügbar. Dann nehmen wir ab. Was geht ab? Der Markt, Alter, Zahlungsfähigkeit ist scheiße. Komm rüber, damit ich dir die neue Pfändungsliste geben kann. Klar, Bruder, ich komme, sobald ich kann. Klar komme ich. Franklin hat einen Kontakt bei S. Begib dich zu dem Kontakt, um eine Mission von Simeon zu bekommen. Ich glaube mir erstmal einen Wagen. Ja, der muss schön sein. Bisschen schnell sollte er auch sein, damit wir von der Polizei wegfahren können. Taxi will ich nicht klauen. Und der ist mir irgendwie nicht schnell genug. Oh, wir nehmen den großen. Oder den dahinter. Nehmen den hier. Raus da, alte Lady. Will kein Radio. Ist mir zu stressig. Ducken muss ich mich auch nicht.
Wir müssen jetzt einfach nur zur Mission. Erstmal chillig runterfahren. Das gefällt mir, das Auto. Direkt vor dem Haus geparkt. Kann ich durch den Fronteingang? Nee, kann ich nicht. Warum eigentlich nicht? Ja, lass mich hier auch nicht rein. Wäre noch das Schönste gewesen, wenn es hier nicht durchgegangen wäre. Und hier dann nicht die schönsten Autos, ne? Oh, das gefällt mir. Sieht ein bisschen aus wie ein McLaren. Also der graue Wagen. Ey, was geht, Simon? Mein lieber Junge, schön, dich zu sehen. So schön. Komm her. Ja, schauen Sie mal. Wir arbeiten ja jetzt schon ein paar Monate zusammen, stimmt? Und deswegen fühle ich mich geehrt, den Mitteil zu dir finden. Dass du Angestellter des Monats bist, ne? Herzlichen Glückwunsch. Den ersten Platz zu vergeben war nicht einfach. Klar, ich, Lamar oder ihr Neffe Sascha mit den Zuckungen. Ist ja eine echte Ehre, Alter. Aber ich muss im Leben vorankommen. Scheint, als würden mir Leute ständig nur sagen, was ich tun soll. Und ich mache es, es ändert sich nicht. Du verrätst mir genau, was du willst. Und ich erkläre dir sehr sorgfältig, warum das nicht geht. Was? Heute holst du Autos zurück, die irgendwelche Trottel zu Wucherzinsen gekauft haben. Doch morgen. Gemeinsam. Ich hatte nie einen schwarzen Sohn. Was soll das denn jetzt? Aber ich hätte einen, würde ich wollen, dass er genau wie du ist. Klopf, Digga. Oh, moin. Hallo, Lamar. Was ist los, Alter? Alles klar, Mann? Franklin hier ist Angestellter des Monats geworden. Der Blitz. Sie verarschen mich, stimmt's? Mann, wir werden beide verarscht. Mann, hör auf, Mann, echt jetzt? Nach all der beschissenen Arbeit, die ich investiert habe, Mann, kack auf diese Angestellte des Monats, scheiße. Ich versuche uns gerade. Was soll das heißen, kack auf diese Angestellte des Monats, scheiße? Wenn es Scheiß zu gewinnen gibt, will ich's gewinnen. Verstehst du, was ich meine? Ich knie mich in die Scheiße rein. Großer Hund, große Klöten. Wenn mein Name auf der beschissenen Tafel steht, will ich Sieger sein. Vielleicht nächsten Monat? Mann, ich scheiße auf nächsten Monat. Wie wär's mit heute? Ich verlange eine zweite Chance. Heute gibt's nichts, nur ein Motorrad. Der Kerl hat überhaupt nichts bezahlt. Irgendein Junge in Vespucci-Beats. Sein Name ist Esteban Jimenez. Ist er in der Gang? Seltsamerweise? Ich habe mich nicht danach erkundigt, als er die Maschine gekauft hat. Wir haben eine Arbeit. Angestellter des Monats. Mann, fick dich, oh komm. Mann, du bist ein ganz schöner Ja-Sager-Arsch, Digga. Fahren wir nach Vespucci. Magellan Avenue. Begib dich nach Vespucci Beach. Lass mich mal hier raus. Das will er nicht. Tu fährst. Ja klar fahr ich. Ich habe uns einen schönen Wagen besorgt. Kann ich den auch nehmen? So gern ich jetzt hier noch rumalbern würde, Digga. Wir müssen los. Boah, ich kann ihn nehmen. Geil. Ey, war der Wichser, der die Maschine genommen hat, nicht dieser Latino, dieser Vagos-Kerl mit den ganzen Tattoos im Gesicht und so? Ja, der war das. Scheiße, ich will hier keinen unnötigen Schwachsinn, klar? Digga, das ist mir scheißegal. Es gibt einen guten Grund, warum sie und ein paar üble Typen wie uns bezahlt, um diesen Scheiß zu machen. Wir sind schließlich keine Pfadfinderin. In deinem Fall bin ich mir da nicht so sicher. Mann, denk mal nach, Digga. Natürlich ist dieser Kerl ein Gangster. Wer sonst hat zu viel und so viele Gehirnzellen zu wenig? Der hat 20 Riesen für die Maschine hingelegt. 20 Riesen, aber locker. Verdammt, der Wichser muss ja gut bestückt sein, Mann. Mann, das Ganze stinkt zum Himmel nach Drogengeld. Also gut, hör zu, wir ziehen das ganz leise durch. Rein und raus, kein verficktes Drama. Ich versuch's halt, aber ich bin nun mal die laute, dramatische, ungestüme, verrückte, gierige, schießende Wichser-Abart.
Und dafür liebst du mich doch, Digga. Stimmt, total, Alter. Nichts als pure Liebe, Digga. Dieser Simon ist eigentlich ein lustiges Kerlchen, oder? Echt eine Schande, dass wir ihn irgendwann umlegen müssen. Wovon zum Henker redest du, psychotischer Wichser da? So läuft die Scheiße doch immer, oder? Man erledigt ein paar Jobs für irgendeinen Idioten, baut eine wackelige Scheiße und dann bittet er irgendeinen. Man zerstreitet sich, der Idiot wird abgeknallt. Und du fängst mit einem anderen Idioten. Wo hast du verdammt nochmal so einen Scheiß her? Was war denn mit dem Jungen mit dem Auge aus unserer Gegend? Markus oder so. Da wären wir. Direkt am Treffpunkt abgestellt. Das Motorrad sollte hier in einer der Garagen stehen. Sollte stehen, ist die Quintessenz deines Lebens, Alter. Folge Lamar. Bei mir wird das ganz leicht aussehen. Ey. Drücke Viereck, um zu klettern. Dieser verrückte Wichser will was. Hey, was geht ab, Mann? Alles klar? Weg, weg von mir, Zafforgen. Was sagt er? Klar, und du dachtest, ich wollte dir einen beschissenen Hinter versohlen, was? Versoffener. Und bleib cool, Digga. Was wollen wir hier eigentlich? Ja, richtig so. Immer weiter, du Arsch. Mann, mir gefällt ja diese Scheiße überhaupt nicht. Was machen wir denn hier? Willst du Drogen kaufen, oder was? Hey, hör mal, lass es uns ganz geschmeidig durchziehen. Mann, deine Muschi ist das einzig Geschmeidige an dir. Mann, welche Scheiße muss ich meinem vorherigen Leben gebaut haben? Das ist ein Routine-Ding, Mann. Komm runter. Sehen die Wagen nach Routine aus? Oder diese dunkle Gasse? Scheiße, wir sind in Vespucci Beach. Du solltest wissen, dass dieser Block einen Unterschied macht. Wart mal. Das Teil muss in einer dieser Garagen sein. Durchsuche die Garagen. Nichts. Meinst du, diese tätowierten Wichser interessiert es, dass wir offizielle Papiere haben? Es muss in der anderen sein, wenn es da nicht drin ist. Zieh es rauf. Oh Gott. Meine logischen Schlussfolgerungen sagen mir, es ist hier. Viel mehr gibt's auch nicht. Mann, das ist mal wieder schlampenmäßig. Hier steht kein beschissenes Motorrad drin. Kein Scheiß, Digga. Hola, amigos. Hola, esse. Oh, wir haben gesehen, wie ihr hier reinschleichen wollt. Ja, hast du das hier gesehen, Wichser? Oh, scheiße. Scheiße. Wichser, Mann. Kommt alle her, kommt her. Ich hätte lieber eine Schlägerei als eine verfickte Schießerei gehabt. Bringt alle Brüder. Fuck, jetzt muss ich die auch noch umbringen. Schieb deinen dummen Arsch in Deckung. Scheiße Licks von dir. Ja, ich komm ja. Ich will nicht hier sein, aber das heißt nicht, dass ihr mich umbringen sollt. Wir stecken in dieser Gasse in der Falle. Hast du das gesehen? Jetzt schau, was du angerichtet hast. Geh nach, lass uns das erledigen. Wie viele haben die denn noch? Der Idiot auf dem Balkon. Halt den Wagen auf, Scheiße, Mann. Geh in Deckung, Mann. Scheiß drauf. Fackeln sie ab. Scheiße, Mann. Immer wenn ich gerade tränke, die Scheiße würde jetzt was besser machen, wird schlimmer. Du suchst dir aber auch immer die tollsten Leute aus. Wer braucht etwas Feuer? Willst du, dass ich hier alleine drauf gehe, du Depp? Komm zurück. Ich bin doch da, wo sind die denn? Ah, hier oben. Da oben, schalt ihn aus. Knips diesen Arsch aus. Fuck, ich seh nicht. Positioniere mich anders. Wir haben ihn doch. Atmest du noch, Alter? Ja, gerade so, Alter. Scheiße, wir müssen verflucht noch mal weg von dieser Scheiße. Hier. Mann, wir sind doch bloß wegen dem Motorrad hier. Und da hätten wir das Ding Schnapp ja auch. Schnapp dir das Motorrad.
fucking crazy. Scheiße, der ist schnell. Rein da. Steige ein, Mann. Schnappen wir uns, Alter. Ich will bezahlt werden. Wir zahlen hier deinen Dreck bei 25 Jahren Knast. Wir haben diese Wichser abgeschlachtet. Scheiße. Mann, er hat sich schon abgehängt. Das ist eine perfekte Höllenmaschine, die er fährt, du Idiot. Ja, ich komme noch. Der Wichser haut uns ab. Und zwar, weil er da auf 2,2 Litern Hubraum hockt, Digga. Scheiße, Herr Professor, da haben Sie recht. Leg den Drecksack um, wir müssen ihn umnieten und uns das holen, weswegen wir hierher gekommen sind. Zeit ist zurückzugehen, wenn es du dir nicht leisten kannst, du Wichser. Erschieß ihn. Jawohl. Wir haben ihn erwischt. Nimm das Motorrad, wir treffen uns bei der Autowaschanlage. Oh oh. Du hast nichts gesehen, ne? Eine Erhöhung deines Fahrenwerts verleiht dir mehr Kontrolle über das Fahrzeug in der Luft und erlaubt dir längere Wheelies durchzuführen. Oh shit. Geht doch gut. Na, wer sagt's denn? So schön hier richtig Gas zu geben. So fühlt sich Freiheit an. Oh, no, shit. Oh. Ich dachte, das Motorrad ist so stark. Anscheinend doch nicht. Mann, ich will eine Weile nichts mehr mit dir zu tun haben, Bruder. Du bist ein Psychopath. Jetzt bist du echt völlig übergeschnappt. Digga, das ist das Apachenblut in dir. Du hast so Glück, dass ich das Kriegsball begraben habe und den Arsches skalpiert hat. Von dem Toten können wir uns nicht zurückholen, großer Häuptling, dämliches Arschloch. Digga, da machen wir das auch nicht. Dieses Prachtstück behalte ich für mich selbst. Sag Simon, wir konnten es nicht beschaffen. Sag du es ihm selber, verfick nochmal, du verfickter Vollidiot. Bestanden. Rückführung. Story-Charaktere werden im Laufe der GTA 5 Story für den Regisseur-Modus des Rockstar Editors freigeschaltet. Fremde und Freaks treffe ich bei Fragezeichen. Ja, dann let's go. Ich brauche aber einen Ride. Ist das ein Mini Cooper? Ja, damit. Was ein scheiß Auto. Sie sieht aus wie die letzte. Lamar schreibt uns an. Du hast eine neue SMS empfangen. Öffne das Handy, um sie zu lesen. Neue SMS und E-Mails erscheinen auch im Feed. Lamar sagt, Stretch, komm raus, Alter. Stretch, er hat seine Zeit abgesessen. Wir melden uns, Mann. Benutze X, um dich zu ducken, während du in einem Fahrzeug sitzt. Ich will die Freaks treffen. Hey Franklin, warum kommst du nicht hier rüber, damit ich mich um deinen einsamen Arsch kümmern kann? Ja, das ist die da. Yo, Mama. What you doing? Was zum Teufel ist los mit dir? Gar nichts ist los, Digga. Naja, du siehst einen nicht gefallenen so toll aus. Zieht sich was rein. Und was ist mit dir?
Mein, naja, ich habe aufgehört. Verstehst du? Beinahe. Ja, egal. Alter, die ist voll auf JB wird alles verlieren. Er wird das Haus verlieren. Verstehst du? Das Geschäft? Alles. Und du bist sein Cousin. Er ist nicht mein Cousin. Tja dann, wenn du so darüber nachdenkst. Was zum Teufel verstehe ich schon? Wenn JB das hinkriegt, dann kannst du das verdammt nochmal aus. Auch. Alles klar, scheiße. Ich muss ihm alles zeigen. Bringen wir es hinter uns. Ich habe noch was zu erledigen. Digga, du musst ein bisschen langsamer machen. Tanisha hatte recht. Begib dich zum Abschleppwagen. Wo hast du deinen fahrbaren Untersatz gelassen? Warte auf Tonya. Was für ein tolles Auto. Ich. Also schön, wo soll es hingehen? Der Lasse steht auf dem Abschlepphof. Und wie bist du bei der Sache gerade auf mich gekommen? Wir beide wissen doch, dass du schon ewig auf mich stehst, Franklin. Scheiße. Scheiße, du bist wohl auf Drogen. Ich hab dir doch gesagt, ich hab nichts mehr mit dem Scheiß zu tun. Mal hin und wieder eine winzige Dosis, bloß um den Geschmack zu genießen. Aber mir geht's gut, Süßer. Deine Augen lügen nicht. Wenn du meinst, Mädel, komm schon. Da wären wir. Das ist JB's Laster, dann wollen wir mal die Kasse füllen, Alter. Alter, wir müssen hier als Truck-Abschlepper arbeiten. California. Abschleppwagen, Nutzfahrzeug. Weg damit, da verstehe ich ja nichts mehr. Und raus da. Fahrzeug 29, bitte komm, hier ist die Zentrale. Wir haben ein verlassenes Fahrzeug. Yo, wir kleben dran wie das Wort hässlich an deine alten. 10-9, bitte wiederholen, habe nicht verstanden. Ich bin's, Tonya Dummchen, und mein Freund Franklin, wir springen für JB ein. Verstehe, hi Tonya, die Kiste ist Schrott, steht das schon seit Tagen da rum. 10-7, ich bin weg. Eine Schrottkiste, das wird bestimmt leicht. Nicht so leicht, dass JB seinen Arsch aus der Crackhöhle rausschleift, in der er gerade abhängt. Schlecht für ihn, gut für dich, mein Zuckerstück. Dankeschön, war keine Absicht. Oder vielleicht von dir nichts kaufen kann, mein Zuckerstück. Schieb den Sitz zurück, du weißt, ich mach's dir gut. Das ist es nicht, was ich meine. Scheiße, Tonya, was ist mit dir passiert? Okay, ich habe 100-mal gesehen, wie JB das gemacht hat. Fahr rückwärts nah ran, vergewissere dich, dass der Haken unten ist. Und dann sollte er einfach reinrutschen. So, Baby, jetzt schön gleichmäßig rückwärts. Okay, ist drin, Baby, und jetzt muss das Ding auf den Platz. Mann, sollte ich mir meinen Tag heute nicht vorgestellt. Sieht doch gut. So, jetzt schön zum Abschleppplatz. Ich habe dich in letzter Zeit selten gesehen hier. Ich habe meine Fühler ausgestreckt. Ich kann ja nicht ewig in Chamberlain Hills bleiben. Oh, der Digger wird jetzt vornehmen. Ich erinnere mich noch, als du kein Möchtegern warst, dass du einfach bloß du warst. Und ich erinnere mich an dich und JB, bevor ihr Junkies war. Scheiße, ändert sich. Du bist doch hier der Scheiß-Typ. JB verheizt sein Hirn, aber er verheizt nicht seine Kumpels. Er reißt sich da draußen den Arsch auf, schleppt Autos ab, zahlt seine Rechnung. Ach echt? Weil ich nämlich schwören könnte, dass ich es war, der da draußen die Kisten abgeschleppt hat, Frank. Und ich muss sagen, sie ist sogar voll gut dabei, ist, Baby. Davis. Davis Avenue. Okay, wir lassen die Kiste darunter, wo die Markierungen sind. Das ist voll pingelig, wenn wir die Dinger nicht an der richtigen Stelle ablassen. Ja, du weißt, wie ich's mag. Hey, hey, geh du mit der Scheiße, okay? Ist kein Verbrechen. Meinem Kerl zu sagen, was er zu tun hat. Schon okay, wirklich, ich krieg's hin. Schwing das nicht so rum, ist ja nicht dein Schwanz. Ich dachte, du kriegst es hin.
Okay, Süßer, du kannst das Ding hier runterlassen. Da haben wir's ja. Wir sehen uns sicher die Tage. Wenn du irgendwas brauchst, melde dich. Holla at you. Wo steckt dieser Penner? Bestanden.